Meine Freunde, willkommen wieder zurück zum schönsten Bausimulator des Jahres. Immer noch der Bausimulator 2015, immer noch hier im Skyline DLC zusammen mit dem Kliggy. Ich freue mich, hallo. Hallo, so, es geht weiter. Wenn ich die Ladung hier angucke, Alter. Deswegen lasse am besten mal noch gesperrt. Ach, wieso denn? Und ja, ich weiß doch nicht. Ah, hier, alles klar. Ich gehe da schon mal auf die Hagenkamera. Hast du erstmal den hier meinen, da kann ich den Rest dann noch holen. Kann ja morgen. Ich glaube, es ist ja. Guck mal in die Bauabschnitte rein. Kurz, der Abschnitt 2, wenn er die Fertigwand-Dinger, du hast gesagt, das ist das, was du nur mit dem Sattel fahren kannst, das oder? Das kannst du nur mit dem Sattel fahren, ja. Ja, dann kann ich das ja schon mal machen. Jo. Du fährst einfach mit einem LKW hin und holst dir dann von dort halt, kaufst dir von dort einen Anhänger, den gibt's ja gratis. Und dann passt das ja auch alles. Teil eines Erweiterungs. Was? Moment. Aber ich kann es nicht nehmen. Ich habe ja Tieflader-Zugmaschine. Einfach nur Tieflader-Zugmaschine, ja. Die, ja der Nackt, wenn der, ich da reingehen will, sagt er, dieser Anhänger ist Teil eines Erweiterungspakets, das du nicht besitzt. Ach, der, da musst du den anderen nehmen, der Nacksch ist. Wir haben mehrere. Weil der hat hinten, ach so, den Schwertransporthänger dran und den kannst du nicht, weil du das DLC ja nicht hast. Dann darfst du das Ding auch nicht fahren. Was anderes ist aber hier nicht da. Also, naja, dann Moment. Betonmischer, Muldenkipper, das ist der ja nicht. Deiner Bagger, Absetzkipper. Geh mal bitte in relativ weit unten, Tieflader-Zugmaschine 2. Ich hab nur Tieflader-Zugmaschine, ach, ja bescheuert. Ah, die geht. Genau, genau. So, dann fährst du. Mit dem Anhänger, den ich hier dran habe. Den kannst du ja, den fährst du einfach dorthin und verkaufst ihn dann im Endeffekt und holst du dann, weil. Du sitzt ja drin. Ja, ja. Warte, ich muss hier in den Kran wieder rein. So, Entschuldigung. Bitteschön. So, Begleitfahrzeug, Drehbohrkran, Tieflader, Zugmaschine 2, Britschenwagen mit Kran, das war auch nicht das Richtige. Hier, Kruzifix nochmal. Ich würde jetzt in den normalen wieder rein. So. Aber wisst ihr was, Freunde? Bevor wir hier schön weiter schaukeln, ich mach uns mal ein bisschen Musik an. Ich weiß es auch wieder die gleiche. Wie fahre ich denn jetzt die Stützfiese ein? Warum sind die hier überhaupt ausgefahren? Cool, nee. Es wird automatisch gemacht. Wenn du aussteigst. Wenn du den Surfer beendest. So, lass mal schöne Jazzmusik noch mal in den Grund laufen. Ich bin drücke Q oder E oder passiert nix. Ich halte jetzt Q die ganze Zeit gedrückt, passiert nix. Steuerung oder Shift dazu halten. Ah, jetzt hat er's. Muss mir doch mal jemand sagen, wie machst du die Plane zu? Das sieht ja aus. Da musst du wieder von außen rangehen. Achso. Festigen. Oh ja. Das war sehr gut geladen. Scheiße. Zeigt er mir da was an dafür? Nö. Nö, einfach an den Anhänger und F klicken. Ja, da steht Ladung befestigen. Achso, das ist befestigen, wenn der den zuzieht. Richtig. Ah. Ja, wusste ich nicht. Bin ich noch nicht gefahren? Hab nur lustige Fotos von dem Teil gesehen. Wo war es von der ruhig rausgekommen oder so? Ja, das sind die Wände, die damals so richtig rumgebackt haben. Ist mittlerweile nicht mehr so. Ich muss jetzt. Wohin? Fertigwandfabrik. Kannst du draufklicken. Da wird ja Signal dann angezeigt. Also eine Route berechnet. Habe ich gerade gemacht, aber irgendwie macht er, sagt er mir jetzt, Fahrzeug mit Anhänger können nicht geliefert werden. Ich will mich auch nicht hin teleportieren. Nein, das geht auch nicht. Ich möchte nur die Route. So. Usbun, Nordstadt. Gewerbegebiet, Industriegebiet.
wo ist denn die Fertigwandfabrik? Sportpark? Sägewerk. Das war die. Mensch, die ist jetzt leider näher. Das hätte Joe selber erfahren können. Aber weil hier keine Schilder stehen. Ah, vorne steht der andere Tieflader. Hm. Hat er akzeptiert? Ja, gut. Da, letzten Zementsack. Schon mal gut, dass das Grundgerüst hier wenigstens schon mal steht. Weil normalerweise fängst du ja von komplett klein. Ich glaube, der andere Auftrag, der in der Skyline, der jetzt hier noch drin ist, da fängst du wirklich komplett von vorne an. Da musst du erst wieder die Rohre in den Bodenreihe, also die Stahlträger in den Bodenreihe pflanzen. Das ist dann schon. Das hat dann nur 13 Schritte. Jetzt hier das Teil. Das muss das Teil sein hier. Ah, da, 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 da. Hier steht ein Männer. Ja, ich denke mal ansprechen müssen. Wo ist ich parken? Baustellenbereich freimachen. Naja. Gar nicht so einfach. So. Dass das alles ein bisschen so zermöbelt ist. Ha! Und jetzt? Jetzt steht hier Leihanhänger. Ich glaube, ich muss genau auf dem Parkplatz parken, oder? Nee, nee, du verkaufst dir das Ding und dann steht hinten direkt da der Anhänger da, da musst du nur noch unten runterfahren. Ach, ich kann in den ich jetzt dran habe, gar nichts reinmachen. Den kannst du verkaufen im Endeffekt, weil den kriegst du. Den kriegst du ja jedes Mal, so auf Deutsch übersetzt, gratis. Ah. Ui, da gab's Kohle. Ah, jetzt brauchen wir schon die Fertigwand-Dinger. Genau. Ja. Ach, Anfrage wurde an Horst gesendet. Es befindet sich kein freier... Ach, nee, okay, doch, dann musst du mit dem Lern dorthin fahren. Entschuldigung. Ja, bin ich. Also dann denke ich mal direkt in die Verkaufsfläche rein, oder? Genau, rückwärts in die Verkaufsfläche ran und dann... Ich komme mal zu dir. Machen wir das. Guckst du mal hin? Nicht, dass er noch steht? Hier ist kein Schwanz. Ja, aber das kann ja ganz plötzlich kann jeder anderen Stahlträger vorkommen und sagen, buh. Oh, die Lenkung, das ist aber auch so eine gewinnungsbedürftige Sache hier. Ja, die Lenkung war schon immer... Sehr bescheiden. Geht's so langsam? Du voll einschlagen willst, so voll langsam. So, jetzt steh ich drin. Jetzt stehst du drin. Und jetzt hab ich's ja drauf. Muss ich die Leute noch festmachen, oder sonst sieht's beschissen aus. Zuziehen musst du das. Dann ist es ja automatisch befestigt. Genau. No. Willst du mit rein, oder was? Jo. So, dann markiere ich schon mal. Navigierst du uns? Ich navigiere. So, die nächste links bitte. Aha. Ist schlecht, steht jetzt ein PKW da. Problem. Okay, da kommt einer. Schnell, schnell, schnell. Von und links, dann oder? Wieder links, ja. Sehr schwammig. Oh. Fahrzeug. Lenkung. Ja, sehr schwammig. Ding, ja. Ich spiele es mit Maus und Tastatur, ne? Oder hast du jetzt Controller oder so? Ne, Maus und Tastatur. Ich kann es dafür trotzdem sehr gut, ne? Ja, ja, ja. Mit was spielst du es denn? Mit dem Giants Lenkrad? Ja, ja, mit dem Giants Lenkrad. Ah, ne, Astragon Lenkrad. Astragon, ja. Das wäre ja, passt ja zum Spiel. Ja. So. Ich zeichne ihn immer ja komplett.
Das sieht man so. Der Verkehr ist hier sowieso das Minimum beschränkt wegen Performance. Kannst ja mittlerweile, ja, das kannst du mittlerweile eine Option deaktivieren. Du kannst die Fußgänger ausschalten, du kannst den Verkehr komplett ausschalten, wenn du willst. Rechts, ja. Yep. Du kannst alles ausschalten, weil es alles Performance spart. Ja gut, aber Performance hat ja nichts mit der Synchro zu tun. Ja, aber es war ja damals so ein, keine Ahnung, fast 30, also so gerade so 30 FPS Dilemma. Ja gut. Deswegen haben sie dann irgendwann diese Option eingeführt und seitdem habe ich das dann auch aufs Minimum beschränkt. Du kannst da übelst hochstellen und alles, aber absoluter Schwachsinn. Hast dichten Verkehr, kommst nicht durch. Muss ich denn jetzt hier? Einfach gut, dass die ganzen, die ja alle auf der Straße stehen, nichts abgesperrt, nichts. Wurde extra gesperrt. Einfach so, ja, hier so stehen bleiben, das passt. So. Wieso sind die Paletten, stehen die hier? Die sind runtergefallen. Ach, die also sind bei, erst für den, beim Abschneiden, die sind nächsten, erst ne? Für den nächsten Schritt, ja. Gut, dann gucke ich mal, ob wir da noch irgendwas besorgen müssen nach dem Abschnitt. Ah ja, dann sind die Abwasserrohre und die Dings, das ist das, was hier liegt. Und danach gibt es die nächste Fertigwand. Schön wieder. Ja, nochmal 8 Stück. Achso, ja, warte mal, dann, das ist ja hier so verbundgedehnt, das nehme ich mal runter. Und stell das dann erstmal unten hin, währenddessen kannst du dann ja wieder schon zurückfahren. Schon wieder dort hinfahren, ja. Oh. Dann mache ich mir schon mal wieder so ein. Ich muss erst einsteigen, sonst gibt es mir keine Route. Nicht auf den Kopf, ich habe zwar einen Helm auf, aber. So, ich steige ein. Gehe aufs Navi und drücke drauf. Und los. Ja, dann machen wir hier vorne rum. Ich soll hier vorne rumfahren, soll das wirklich schneller sein? Ja, machen wir es einfach mal. Ja, da muss ich nicht durch die Stadt. Der weiß aber immer automatisch, wie viel aufgeladen werden soll, oder? Ja, ja, das musst du nicht bestimmen, das kriegst du einfach nur vorne. Aber ich glaube, es muss erst der Bauabschnitt dran sein, glaube ich, ne? Ja, 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 du kannst ihn da einfach jetzt schon mal so zwischenparken, so auf Deutsch. So. Ja, bis dahin hast du doch bestimmt diese Dinger dort reingeschmissen. Ich dort bin. Ein bisschen Glück. Bau dir ein Stück, ja. Gut, hab ich das auch? Wo muss denn das Zeug überhaupt hin? Muss das oben auf das Haus da? Ja, ja, das muss ich hier an solchen Lücken da einfüllen. Das ist so ein bisschen. Und die Paletten dann? Ja, die entweder ploppen die weg oder sie bleiben halt einfach liegen. Wir hatten da, achso, nee, da warst du ja nicht mehr dabei, wir hatten da nur schon das Ding, wo wir die dann aus Versehen drinnen stehen gelassen haben und das Haus wurde dann halt einfach weitergebaut, sodass dann halt in den Wohnräumen da drinnen halt einfach diese Käfige dann noch standen. Die hast du dann halt auch nicht mehr rausgekriegt. Sah immer lustig aus, ja. Nee, aber jetzt die Paletten, die wir jetzt hier drauf haben, noch auf den Pritschen machen, wo müssen die dann hin? Wo ist ja, die Fläche? Naja, die ist ja noch nicht da, das kommt ja erst im nächsten Abschnitt. Ach, du weißt ja nicht, wo das erscheinen wird? Nein. Das ist noch nicht markiert. Das wird dann irgendwann
Das war dann erst in den Abschnitt angezeigt, wo es dann dementsprechend auch der Fall ist. Sehe ich das Ding immer auf den Standstreifen? Ist da Verkehr aufließen, Kerl? Ja. Er braucht flüssigen Verkehr. Ne, wo ist denn hier? Das richtet auch da hinten. Wie dich rumzappeln, die Fertigwände. Ja, ja. Da gibt's aber hier auch direkt eins, wo ein Türportal drin ist, ne? Ja, ja, das ist extra. Das musst du auch direkt irgendwo speziell einsetzen. Ja, oder? Ja, ne, ach, die ja, haben. Da oben sehe ich von hier. Die haben alle ihre zugewiesene Dings. Aber das kannst du jetzt nur mit dem Turmdrehkran machen, oder? Oder kannst du das auch mit einem Bridge-Bach machen? Was, nee, das muss ich unbedingt mit dem Stufe 2 Kran machen. Oder halt auch dementsprechend einfach mit dem Stufe 3 Kran. Hm. Nicht so einfach, oder? Nö. Nö, ich wurde ja gerade bei Steam abgelenkt. Ihr seht das ja im Overlay echt nicht. Da hat mich gerade einer angeschrieben. Inzer schieß mich da, der hat geschrieben, hey, und dann hackt bei André. Und dann hat er mir jetzt über 100 Mal dieselben geschrieben. André gehackt, André gehackt, André gehackt, André gehackt. Nur, ich hab ihn jetzt blockiert. Hä? Ich war André gehackt, was, hä? Keine Ahnung. Ach, da wurde scheinbar von irgendjemandem aus meiner Freundschaftsliste der Account gehackt. Und der hat sich jetzt gedacht, dieser Hacker, ey, der Sachsen-Let's Player, den schreibst du jetzt einfach mal an. Jedes tausendmal halt, ich habe André gehackt, ich habe André gehackt, ich habe André gehackt. Und dann hab ich jetzt einfach mal auf die Blockierliste gesetzt. Oh. Hat man im Video eh nicht gesehen, weil das Steam Overlay ausgeschaltet ist. Hm. No. Da guck ich mir, welche jetzt so noch organisieren kann. Unserem tollen Auftrag. Das sind die Abwasserrohre. Wir sind erstmal fertig, aber wir machen es traditionell so. Der Klick im Moderiert App. Traditionell? Ja, ja. So, ich muss das Däumchen nicht vergessen und. Wir sehen uns dann im nächsten Bauabschnitt. Naja, oder nicht? Fast. Fast. Ja, oder nicht? Morgen tschüss. Halt. Tschüss.